Hallo liebe Fahrrad- und Naturfreunde und herzlich willkommen. Wenn ihr wissen wollt, was heute auf dem Radschnellweg F325 so los ist, dann freut euch aufs Video. Ich fahre heute von Nimwegen vom Bahnhof, dort in der Nähe stehe ich gerade, bis nach Arnheim. Das sind ungefähr 18 Kilometer auf dem Radschnellweg F325. Viel Spaß beim Video. Oh, was ist denn hier los? Hier scheint ein Nest zu sein. Motorradrallye oder ähnliches. Macht Spaß bei dem Wetter. Deswegen habe ich mir diesen Tag auch ausgesucht. Heute ist der 6. August. 22 Grad in etwa. Und für mich geht es jetzt gleich los. Ich bin gleich am Bahnhof. Ja, liebe Leute, ich stehe jetzt hier in Nimwegen am Bahnhof und wie schon gesagt, hier startet der Radschnellweg Richtung Arnheim, der F325. Recht ruhig hier heute. Heute ist Samstag. Ich habe mir bewusst diesen Tag ausgewählt für diese Strecke. Da wird nicht nur hier am Bahnhof, sondern auch unterwegs nicht so viel los sein wie sonst. Ja. Dann geht's los für mich zuerst über die Snellbinderbrücke. Das ist eine Radverbindung von Nimwegen nach Lent. Da überqueren wir auch die Insel Föhrlent. Das zeige ich aber vor Ort nochmal. Ja, die Kamera habe ich vorne am Fahrrad festgeschnallt, denn hier in Holland wird es recht teuer, wenn du erwischt wirst und die Kamera in der Hand hältst. Also immer schön in der Halterung. Ja, wie gesehen, auf dem Radweg hier ist auch Mopedverkehr möglich und die rasen ganz schön an einem vorbei hier. Also hier auf dem Radschnellweg, zumindest hier auf diesem Teil, wo ich gerade bin, kann man richtig locker zu viert nebeneinander fahren. Kein Thema. Bevor man diese Brücke gebaut hat, gab es hier wohl mal eine alte historische Brücke und man hat diese zwei Türmchen und wahrscheinlich auf der Gegenseite diese Türme hat man stehen lassen. Ja, und dann sind wir hier schon auf der Fahrradbrücke der Snellbinder. Nicht nur eine Fahrradbrücke, sondern auch für den Zugverkehr gedacht. Hier überqueren wir jetzt die Waal und haben noch einen schönen Ausblick auf Nimwegen.
rechts und links von mir jetzt die Insel Föhrland zu sehen. Hier gibt es nicht viele Häuser, aber dennoch, es gibt hier auch eine Gastronomie, wo man wunderschön sitzen kann, aufs Wasser schauen etc. Ja, diese kleine Insel Föhrland ist natürlich über viele Wege zu erreichen, unter anderem auch über diese Fußgängerbrücke, dann über diese Radfahrerbrücke, die man im Hintergrund noch sehen kann. In den Niederlanden wird alles dafür getan, um Fahrradfahrer zufriedenzustellen. Ich finde das einfach klasse hier. Hier links sieht man schon den Bahnhof von Lent. Ich biege jetzt rechts ab und fahre durchs Zentrum von Lent. Ja, die Sonne ist soeben verschwunden, aber warm genug zum Radfahren ist es allemal. 22 Grad, passt. Ja, mitten in der Stadt Lent angekommen. Man sieht, heute ist nicht so sehr viel los hier auf dem Radweg. Ich bin schon an anderen Tagen gefahren, wo die Studenten und Schüler unterwegs waren. Dann geht es hier ganz anders ab. Aber wie schon gesagt, gut, dass heute Samstag ist. Ja, hier auf dem Radschnellweg hat man fast überall Vorfahrt. Es gibt ein, zwei Stellen Richtung oder fast in Arnheim. Dort muss man Vorfahrt achten, ansonsten Freifahrt für Fahrräder hier auf 18 Kilometern. Immer noch in Lent. Lent gehört zu Nimwegen, ist eine kleine Vorstadt von Nimwegen. Und zu Nimwegen hatte ich noch nichts gesagt. Das ist eine ziemlich große Stadt hier in den Niederlanden mit rund 180.000 Einwohnern. So ziemlich eine der großen Städte und vor allen Dingen auch Studentenstadt. Rechts noch mal einen Aussichtsturm zu sehen mit integriertem Kiosk. Landmark Kiosk. Ja, hier bin ich gerade am See. Lentzer Platz nennt sich das hier. Hier hat man Wohnungen und Häuser einfach in den See gebaut. Ja, hier fahre ich gerade am Naherholungsgebiet De Vaja vorbei, und zwar im Örtchen Ressen. Das gehört auch noch zu Nimwegen.
ein Strandabschnitt mit Speiselokal lädt natürlich auch noch mal ein, hier in dieses Gebiet zu kommen und es sich gut gehen zu lassen. Weiter auf dem Radschnellweg hier an einem kleinen Flüsschen vorbei, dessen Name ich nicht kenne, aber wie ihr wisst, Wasser ist so richtig mein Ding. Ich fahre gerne an Flüsschen und auch an größeren Flüssen vorbei. Das finde ich großartig. Eben noch in Zaandam gewesen letzte Woche. Das ist etwas nördlich von Amsterdam hier in den Niederlanden. Dort haben wir noch mit Bekannten die Feuchtgebiete durchforstet. Allerdings ohne Kamera. Aber es war großartig, klasse. Immer wieder schön am Wasser entlang zu fahren oder an Seen und dort die Aussichten zu genießen. So, das nächste Örtchen ist Bemmel auf der rechten Seite, aber da fahre ich quasi links vorbei und hinter mir seht ihr ein kleines uraltes Gebäude. Brandsbeut steht dran. Das ist wahrscheinlich ein altes Feuerwehrgebäude, wo mal eine Feuerwehrspritze gestanden hat. So übersetze ich es mal frei. Ach so, hier kommen die Jonagoldäpfel also her. Und Pinova gibt's auch noch. Ja, mal wieder ein Beispiel für eine super Beschilderung hier in den Niederlanden und ein Beispiel für die Top-Radwege. So, jetzt geht's weiter. Unterhalb der Autobahn A15. Und weiter geht's ein Stückchen an der Autobahn A325. Das ist, glaube ich, entlang. Ja, und hier ist jetzt die Autobahn A325. Hier wird es jetzt ein bisschen laut. Hier fahren wir jetzt ein Stückchen entlang. Hier gleich an der Autobahn wieder eine Apfelplantage, so wie es aussieht, Jonagold. Ja, und Birnen dürfen auch nicht fehlen. Ja, ich stehe hier gerade am Vierdachse Boss. Das ist ein kleines Waldstück. Das wurde 2016 angelegt, anlässlich des 100. Nimweger Viertagemarsches.
Ja, und auch hier an der Kreuzung gab es wieder freie Fahrt für Radfahrer. Es geht immer noch an der Autobahn A325 entlang, aber das ist ja ein Radschnellweg. Der führt ja nicht durchs Erholungsgebiet, sondern dient als Verbindung zwischen zwei großen Städten, Arnheim und Nimwegen. Ich glaube, es wird wieder ein bisschen grüner. Ich bin ein bisschen weg von der Autobahn. Fein. Vorfahrt. Hier rechts von mir, ich neigte gerade schon dazu abzubiegen, aber das ist ja nicht Teil meiner Strecke, deswegen lasse ich es jetzt mal. Hier ist ein sehr großes, wasserreiches Gebiet, das man bestimmt auch noch mal beradeln könnte. Hallo. So, und hier kurz vor Arnheim gibt es eine Situation, wo man auf den Verkehr achten sollte. So, ich befinde mich jetzt hier gerade bei Kilometer 14 in Warburgen. Ziemlich kurz vor Arnheim, circa 2-3 Kilometer sind es noch bis Arnheim. Und dort überquere ich den Rhein über die Brücke von Arnheim. Die bekannte Brücke aus dem Zweiten Weltkrieg. Dort ging es um die Schlacht Market Garden. So langsam wird es lauter hier. Es geht Richtung Arnheim Innenstadt. 2 Kilometer sind es noch. Zentrum F325. 2 Kilometer lese ich gerade. Viele Straßenkreuzungen hier, die aber für Radfahrer frei passierbar sind, so wie hier gerade unterhalb der Straßenkreuzungen.
Hier gibt es also auch Autoverkehr auf dem Radschnellweg, wie man sieht. Oh, ein großes Schild, Brück dicht. Das heißt, Brücke nicht befahrbar. Ich hoffe, das gilt nicht für Radfahrer. Denn ich möchte mal kurz in Arnheim rein. Dort gibt es einen riesengroßen Kreisverkehr für Fahrräder. Den möchte ich noch mal gerne sehen. Und dort endet auch der Radschnellweg F325. Ja, Insider fahren aber doch über die Brücke. Wahrscheinlich irgendeine Veranstaltung dort links. Kleines Festival, fein. Da würde ich jetzt auch gerne hingehen. Ja, und hier bin ich nun auf der John Frost Brücke, die berühmte Brücke von Arnheim. Drüben links von mir die Nelson Mandela Brücke zu sehen. Und hier nochmal ein Blick auf den Rhein. So, hier gibt es noch mal eine Umleitung. Ich komme jetzt gleich zu diesem schon benannten Kreisverkehr. Ich weiß aber nicht, ob ich da was zu sagen kann, denn hier ist ein bisschen Betrieb. Kreisverkehr nur für Fahrradfahrer. Ja, die Autos fahren eine Ebene tiefer hier. So, jetzt geht's aber ab ins Zentrum. So, bevor ich jetzt Schluss mache, hier noch ein paar Eindrücke von der Innenstadt von Arnheim. Hier fahre ich mal ein bisschen durch die Fußgängerzone, dort, wo es erlaubt ist.
Ja, liebe Leute, ihr habt gesehen, eine lebhafte Stadt hier in Arnheim. Ich liebe sowas. Klasse. Ist das nicht klasse, Leute? Ich liebe solche lebendigen Städte, wo improvisiert wird. Kunst, Kultur, wirklich wunderschön. So, jetzt fahre ich aber noch mal eben an eine ruhige Ecke, um ein paar Abschlussworte zu sprechen. So, liebe Leute, Zeit, Tschüss zu sagen. Ich sitze hier in Arnheim im Park auf einer Bank. Etwas abseits vom Trubel. Ja, vielleicht hört ihr ein paar Autos neben mir, aber anders geht's nun mal nicht hier in Arnheim. Egal. Ich wollte die Strecke, die Radschnellstrecke mal ausprobieren von Nimwegen bis Arnheim. Das hat sich gelohnt. Ich wollte es einfach nur mal kennenlernen, gucken, wie die Schüler, Studenten und Arbeitnehmer hier von Stadt zu Stadt auf schnellstem Wege unterwegs sind. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis demnächst. Ich hoffe, ihr seid bei den nächsten Videos auch wieder dabei. Danke und tschüss, bis demnächst.